Ja, wir befinden uns hier im GO1-Gebäude. Das befindet sich an der Korinthstraße oben neben der Fachhochschule. Also Green Building, also grünes Gebäude, bedeutet, dass der Fokus des Gebäudes auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz gelegt wird. Man sieht eigentlich schon, wenn man reinkommt, dass das Gebäude sehr nachhaltig gehalten wurde, daran, dass wir hier einen Holzfußboden haben, der natürlich aus entsprechend nachwachsendem Rohstoff gewonnen wurde. Wir haben hier einen hohen Tageslichteinfall, aber es wurde auch ein ganz besonderer Augenmerk auf die Schadstofffreiheit der Baustoffe gelegt. Das heißt, gerade bei Lackenfarben und auch bei den Isolierungen wurde darauf geachtet, dass keine zusätzlichen Schadstoffe eingesetzt werden. Also die Gebäudeautomation ist ein zentraler Faktor in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, weil die Gebäudeautomation erst alle Gewerke miteinander verknüpft. Über die Gebäudeautomation haben wir auf der Ferne auch unendlich viele Möglichkeiten, die Anlagen energieeffizient zu steuern. Außerdem wurden hier viele technische Maßnahmen umgesetzt, sodass wenig Energie verbraucht wird. Das heißt, hier wurden erneuerbare Energien eingesetzt, Solarthermieanlage und eine Photovoltaikanlage. Außerdem wurde hier eine Einzelraumregelung realisiert. Das heißt, jeder Raum ist für sich gesteuert. Das heißt, die Frischluft kommt hier unter den Stühlen raus und wird wiederum abgesogen unter den Paneelen. Hier ist die Lüftungsanlage für das Foyer, Bibliothek und Hörsaal. Und hier ist auch eine Wärmerückgewinnungsanlage mit einem Wärmerad drin. Die hat ungefähr einen Wirkungsgrad von 90%. Das heißt, es muss nur noch 10% an Wärme oder Kälte hinzugefügt werden, weil sie so effizient arbeitet. Ja, hier wurde ein besonderer Fokus darauf gelegt, dass man den Anreiz schafft, so weit es geht, das Auto stehen zu lassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad anzureisen. Das heißt, wir haben hier überdachte Fahrradständer, 400 Stück tatsächlich. Und wir haben auch Duschen, die entsprechend von den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern genutzt werden können. Ja, ausgezeichnet wurde es schon von drei verschiedenen Stellen. Einmal von der Europäischen Kommission im Rahmen des Green Building Programms, dann vor kurzem noch von der Landesregierung NRW und die Zertifizierung, die das alles überhaupt möglich gemacht hat, das war die DGNB-Zertifizierung. Dabei steht DGNB für Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Wir haben da das Prädikat Gold erreicht. Grundsätzlich wird sich die WWU auch weiterhin daran orientieren, was die Landesregierung vorgibt. Das heißt, bauherrenseitig werden wir die Klimaneutralität bis 2030 weiter forcieren. Denn Nachhaltigkeit ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsvorsorge. Und wie ich finde, profitiert das Gebäude an sich auch durch den hohen Tageslichtanteil, durch die naturnahen Baustoffe, die hier eingesetzt wurden. Das hat einfach eine schöne Außenwirkung und als Nutzerin und Nutzer fühlt man sich hier einfach wohl.